Heute möchte ich mal probieren, wie Waldkaugummi schmeckt. Normalerweise soll er ja besser schmecken von Fichten. Ich habe jetzt aber keine Fichte hier gefunden, sondern nur Kiefern. Hier kommt das Baumharz raus. Und das kann man auch als Waldkaugummi kauen. Eine schöne glitzernde Harzkugel. Hier war noch ein bisschen. In den letzten Regenfällen, hier hat so ein bisschen Sand von der Sahara geregnet, in den letzten Wochen davor. Das spucke ich gerade noch raus, aber ansonsten hier das blanke Harz. Ich muss sagen, bin angenehm überrascht. War am Anfang ein bisschen hart und lässt sich jetzt aber direkt gut kauen. Also alleine durch die Wärme im Mund geht auch nicht irgendwie kaputt oder zerbröselt. Behält beim Kauen immer die konsistente Masse. Also so ungefähr die Konsistenz jetzt, wie wenn ein Kaugummi, den man jetzt schon den ganzen Nachmittag kaut, und der da schon hart gekaut ist. So ungefähr ist hier die Konsistenz von dem Waldkaugummi. Und soll ja eine antibakterielle Wirkung haben. Also hat viele, viele Eigenschaften. Desinfiziert den Mundraum, gibt einen guten Geschmack. Und ist eigentlich angenehm, also wirklich. Habe ich mir so vorgestellt, so mehr nach Terpentin noch, aber doch angenehm. So sieht das aus. Waldkaugummi. Ja, und wie schmeckt das eigentlich? Also schmeckt nach den ätherischen Ölen eben, wie man auch auf Nadeln kaut, von den Kiefern oder von Fichten auf jungen Nadeln, so ein bisschen. Aber sehr dezenter Geschmack, nicht irgendwie aufdringlich. Und doch angenehm, auch nicht bitter. Ich hätte es mir bitterer vorgestellt. Ja. Und bleibt auch nicht an den Zähnen kleben. Überhaupt nicht. Richtig gut. Kurzes Update. Ich kaue jetzt schon etwa 20 Minuten auf dem Waldkaugummi rum. Und möchte dir mal sagen, wie sich das jetzt anfühlt. Der hat noch die gleiche Konsistenz wie am Anfang. Also schön, schön hart zum Kauen. Lässt sich gut hart kauen. Also wie so ein harter Kaugummi eben. Und macht richtig Spaß so. Mit der Zeit ist allerdings, dann habe ich das Gefühl, wird ein bisschen bitterer, schmeckt ein bisschen mehr noch nach Terpentin. Aber eigentlich nur ganz wenig. Ja, krasses Zeug, Waldkaugummi. So sieht das aus. Noch richtig fest drauf kauen, regt den Speichelfluss an,
Also auch gerade, wenn man nicht so viel Trinkwasser dabei hat, optimal. Prima Sache. Ciao.